Ja, und weiter geht's. Es geht spannend weiter mit dem Fall, in dem Phoenix Wright angeklagt ist und wir als Mia Fey seine Verteidigung übernehmen. Das war natürlich zu dem Zeitpunkt, wo sie selber noch jung war und noch nicht tot. Es geht weiter. 11. April, 12:13 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 2. Die Verhandlung wird fortgesetzt! Herr Payne, bitte rufen Sie Ihre Zeugen auf! Bevor wir das machen, wollte ich mir noch mal was durchlesen, nämlich diesen Artikel, den Mia noch gezeigt hat. Mord im Gericht. Es sind bislang kaum Informationen bekannt geworden. Das Opfer des gestrigen Vorfalls in der Kantine des Bezirksgerichts angeblich Anwalt gewesen sein soll. Die Polizei befragt zurzeit den 19 Jahre alten College-Studenten, der neben dem Opfer saß. Was hat das wohl auf sich? Die nächste Person hat das Verbrechen mit eigenen Augen gesehen. Die Anklage ruft Frau Dahlia Hawthorne in den Zeugenstand. Warum diese angespannte Stille? Ganz einfach, weil wegen Musik und weil wegen puppengleiches Mädchen. Und sie hat auch noch Schmetterlinge zu sich gerufen. Mein Gott. Ich wurde in meinem langen Karriereritter schon von vielen Zeugen getäuscht. Der Zweifel gehört zu meinem Beruf. Niemandem aufs Wort zu trauen. Aber in Ihrem Fall. Sie strahlen so eine vollkommene Ehrlichkeit aus! Was? Nicht zu fassen, dass er das gerade gesagt hat! Oh, also gut. Zeugin, würden Sie bitte Ihren vollen Namen angeben? Keine Sorge, meine Liebe! Kein Grund, nervös zu werden! Sollte jemand Ihnen gegenüber unhöflich sein, bekommt er es mit mir zu tun. Und ich gebe sie mit meinem Hammer! Ich liebe es, wie die beiden geradewegs mich angucken, während sie das sagen. Alter! Vielen Dank für Ihre beruhigenden Worte. Sie sind alle so freundlich. Ich fühle mich schon fast richtig zu Hause. Kein Problem! Ist doch Ehrensache! Könnten wir fortfahren? Bitte nennen Sie uns Ihren vollen Namen und Beruf. Ich heiße Dahlia Hawthorne. Ich studiere Literaturwissenschaft an der Universität Hockley. Ich möchte nur sagen, es ist mir eine Ehre, in Ihrer edlen Gesellschaft zu sein. Die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Nein, die Ehre ist auf meiner Seite! Nun, dann wissen wir ja jetzt alle, wie der Hase läuft. Entschuldigung? Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Sagen Sie einfach, was Ihnen auf dem Herzen liegt! Es muss sich da um ein ganz furchtbares Missverständnis handeln. Feeny würde ganz bestimmt nie jemanden umbringen. Ja, ich kann auch verstehen, warum Sie das sagen! Das wird eine harte Nuss. Sie hat nur 12 Sekunden gebraucht, um alle hier um den Finger zu wickeln. Natürlich! Puppengleiches Mädchen! Bitte beginnen Sie mit Ihrer Zeugenaussage! Erzählen Sie uns doch bitte, was Sie am Tag dieses Vorfalls gesehen haben! Ja, bitte. Du strahlende Schönheit. Du mit Schmetterlingen. Ich wollte nach dem Seminar eigentlich zurück zu Finis Wohnung. Feeny und Dagi, die beiden haben sich hinter dem Gebäude unterhalten. Dann plötzlich bekam Dagi ganz weiche Knie und brach einfach zusammen. In dem Moment hat Feeny mich bemerkt. Ich machte mich auf die Suche nach anderen Studenten und die riefen die Polizei. Ich weiß nicht, was ich sagen soll! Ihre Aussage zufolge, Frau Hawthorne! Und der Angeklagte nichts Unrechtes getan! Junge Dame, unabhängig von meinem Alter,
kann ich mich gut an die Hitze junger Leidenschaft erinnern. Dennoch, es ist meine Aufgabe, die Wahrheit herauszufinden. Bitte, sagen Sie uns die Wahrheit. Aber ich würde niemals... Das ist mehr als genug, Zeugin. Ich werde das nicht weiter zulassen. Was wollen Sie uns sagen? Bitte, lassen Sie mich mit meinem Kreuzverhör beginnen, Euer Ehren. Ich habe jedenfalls nicht vor, diesen Fall aufgrund eindeutiger Lügen zu gewinnen. Sie haben sich kein bisschen verändert, Mia Fey. Kennen Sie sich? Was ist los? Die beiden kennen sich? Ja, wir sind uns bereits begegnet. Einmal. Wie dem auch sei, Frau Fey! Der Ring gehört Ihnen! Schön, Sie wiederzusehen, Madame Fey. Madame? Ich bin doch keine Oma, du faulartes Balk! Alter! Ich meine, wie alt ist Mia in dem Zeitpunkt? Ich weiß das gar nicht. Keine Oma. Kreuzverhör! Was ich gesehen habe. So, wo war das, der Knackpunkt? Hier, in der Aussage, dass er weiche Knie bekommen hat. Sie behaupten also, das Opfer sei ganz von alleine zusammengebrochen? Ja. Mit anderen Worten, der Angeklagte hat das Opfer nie berührt, stimmt das? Ich habe die ganze Zeit genau zugesehen. Fini hat dagegen nichts getan. Wenn ich jetzt ohne guten Grund angreife, dann wird der Richter verdammt sauer. Was mache ich jetzt mit Ihrer Aussage? Lügen Sie nicht gerade die feine Art, Frau Hawthorne. Lassen Sie das bitte, ja? Was? Ich würde niemals... Frau Fey, ich verbitte mir einen derartigen Umgangston mit dieser Zeugin. Hallo? Offensichtlich fischt die Verteidigung vollkommen im Trüben. Das heißt, sie verfügt über keine Unterstützenden. Staring Contest. Bitte starren Sie mich nicht so an. Ich mache hier nur meinen Job. Staring Contest. Also gut, Frau Hawthorne. Der Handflächenabdruck des Angeklagten wurde auf Herrn Swallows Lederjacke gefunden. Es wurde schon bewiesen, dass Herr Wright das Opfer tatsächlich gestoßen hat. Was? Es besteht nicht die geringste Notwendigkeit, den Angeklagten zu decken. Es wäre wesentlich hilfreicher, wenn Sie uns die Wahrheit erzählen würden. Kein Grund zur Sorge, junge Dame! Erzählen Sie einfach, was Sie gesehen haben! Ja, Euer Ehren. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, möchte ich meine Aussage revidieren. Na also, geht doch! Ehrlich gesagt, habe ich nicht gesehen, wie er Dagi gestoßen hat. Es sah nicht so aus, als würden die beiden kämpfen. Und ich habe auch keinen Lärm gehört. Aha! Eindeutige Lüge! Weil Phoenix' Aussage sagt was anderes. Schnauze, Mädchen! Sie behaupten, keinen Lärm gehört zu haben, richtig? Ja, deswegen habe ich mir auch sehr entspannt die Umgebung angesehen. Sehr schön, aber für mich hört sich das ein wenig seltsam an. Ich habe hier die Aussage Ihres Freundes, Herrn Phoenix Wright, und er hat ganz eindeutig zu Protokoll gegeben, dass er ein knallendes, lautes Geräusch hörte, als er das Opfer stieß. Das hat er gesagt? Wenn Sie wirklich so dicht an den beiden dran waren, warum haben Sie das nicht gehört? Ich? Also, vielleicht war das Geräusch ja gar nicht so ungewöhnlich. Schnauze! Aber an Herrn Wrights Aussage zufolge handelt es sich um einen regelrechten Knall. So ein Geräusch kann man weder überhören noch vergessen. Dürfte ich mir einen Moment Zeit nehmen, um die Frage zu beantworten?
Oh, natürlich! Ich kann Ihnen sagen, warum ich das Geräusch nicht gehört habe. Wissen Sie, die Wahrheit ist, ich hatte meine Kopfhörer auf und hörte gerade Musik. Kopfhörer? Sie meinen, Ihre Ohren waren verdeckt? Der Regen ließ gerade ein wenig nach. Aber es sah so aus, als wollte Thor noch eine Zugabe geben. Am Himmel blitzte und donnerte es weiter. Blitz und Donner? Ja, ich habe Angst, wenn es donnert. Deswegen setze ich meine Kopfhörer auf, um es zu übertönen. Nun, euer Ehren. Wie Sie sehen, war Ihre Aussage vollkommen frei von Widersprüchen. Halsmaul. Moment mal, Mia, diese Aussage gerade. Sie hat gerade etwas gesagt, das den ganzen Fall vollkommen auf den Kopf stellen könnte. Ja, nämlich die Tatsache, dass sie gemeint hat, dass es geblitzt hat. Euer Ehren, es gibt da ein Problem mit der Aussage der Zeugin. Was wollen Sie damit sagen? Ist Ihnen das gar nicht aufgefallen? Sie hat was von Blitzen erzählt, nicht wahr? Ja, natürlich! Naja, ein Blitz ist eine gewaltige elektrische Entladung, stimmt's? Das ist jetzt kein günstiger Zeitpunkt für eine Todesstunde, Frau Fay! Euer Ehren, angesichts der Tatsache, dass ein Stromschlag die Todesursache war, wäre es nicht möglich, dass das Opfer von einem Blitz getroffen wurde? Oh! Aha! Ich muss gestehen, diese Möglichkeit ist mir gar nicht in den Sinn gekommen! Kommt mir überhaupt etwas in den Sinn? Der ganze Fall baut auf der Annahme auf, dass Herr Dark Swallow ermordet wurde. Aber diese Annahme ist ein Irrtum. Die Verteidigung glaubt, dass Herr Swallow stattdessen Opfer eines Blitzes wurde. Ein Blitz hat ihn umgebracht! Böses Wetter! Böses Wetter! Sie fasst so aus, als läge die Verteidigung gar nicht so falsch! Kann es sein, dass der Tod tatsächlich ein Unfall war? Sehr gut, du hast es geschafft, Mia. Ich gehe dann von einem nicht schuldig aus, wenn... Es tut schon ein bisschen weh, dass Sie mir so wenig zutrauen, Frau Fay. Hä? Ich bin nicht blöd, wissen Sie? Die Anklage hat gründlich nachgeforscht, euer Ehren. Wir fanden heraus, dass es dort an jenem Tag keine Blitzschläge gab. Was? Zusätzlich haben wir Beweise dafür, dass Stromkabeln in diesem Fall eine Rolle spielt. Beweise, Herr Ping? Was für Beweise? Diese eidesstattliche Versicherung. Und von wem stammt diese eidesstattliche Versicherung? Von an jenem Tag in den Laboren arbeitenden Pharmakologiestudenten. Wenn ich dem Gericht die Aussage der Studenten vortragen dürfte, gegen 15 Uhr gingen sämtliche Gerätschaften in den Laboren aus. Gibt es einen Stromausfall? Sämtliche Laborgerätschaften laufen mit Starkstrom, euer Ehren. Sie behaupten also, dass die Geräte ausgingen, weil... Genau. Das abgetrennte Stromkabel führte zu dem Stillstand. Der Stillstand ereignete sich gegen 15 Uhr. Was denn mit dem im Autopsiebericht vermerkten Todeszeitpunkt zusammenpasst? Exakt. Anders gesagt, das Opfer starb durch den Kontakt mit dem abgetrennten Stromkabel. Den Studenten zufolge waren die Kabel schon recht alt. Sie sollten demnächst ersetzt werden. Ich verstehe. Offensichtlich waren die Kabel so porös geworden, dass sie schon bei der kleinsten Berührung zerreißen. Autsch, das tut weh. Wie dem auch sei, eine Sache stört mich daran. Wenn das Kabel schon bei der kleinsten Berührung zerreißen konnte, dann wäre es doch nicht zerrissen, wenn es nicht berührt worden wäre, oder? Also, ich denke, das könnte man so sagen. Frau Fee! Fällt Ihnen irgendwas dazu ein, wie das Kabel abgetrennt werden konnte? Euer Ehren. Die Sache gefällt mir überhaupt nicht. Ich muss irgendwie kontern, um die Initiative zurückzugewinnen.
Wenn das Gericht erlaubt, würde die Verteidigung gerne ihre Meinung äußern. Bitte gut, lassen Sie hören! Wer oder was war der Grund für den Kabelbruch? Derjenige, der dafür verantwortet. Wer oder was vor allem? Wer oder was? Wir sagen jetzt einfach mal, da Phoenix ihn gestoßen hat, sagen wir mal, ist er dafür verantwortlich. Euer Ehren, bitte erinnern Sie sich an die Aussage von Herrn Wright. Die Aussage des Angeklagten! Er sagte, es gab ein lautes, knallendes Geräusch, nachdem er das Opfer gestoßen hatte. Und das geschah gegen 15 Uhr, nicht wahr? Ja, hört sich richtig an! Moment! Wollen Sie damit sagen, dass... Die Laborgeräte fielen um 14.55 Uhr aus, was zu Herrn Wrights Angaben passt. Mit anderen Worten, Herrn Wrights Stoß löste den Stromausfall aus. Ja, die Anklage ist zu dem gleichen Schluss gekommen. Und eben jener Stoß führte zu einem Stromschlag, durch den Herr Swallow starb. Falsch! Ich fürchte, da kann ich Ihnen nicht zustimmen, Herr Payne. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Sehen Sie sich doch einmal genau an, wo das Opfer nach dem Stoß landete. Sehen Sie den Regenschirm? Er liegt direkt beim Strommast. Ganz recht, das Opfer fiel nach dem Stoß gegen den Mast. Die Wucht des Aufpralls ließ das Kabel reißen. Tja, hört sich logisch an und dann bekam das Opfer einen Stromschlag! Richtig. Ich bitte um Entschuldigung, Euer Ehren, aber nein, das ist kein bisschen logisch. Oder doch nicht richtig. Boah, wir bleiben cool. Wenn das Opfer gegen diesen weit entfernten Mast geschleudert wurde, dann konnte er unmöglich einen Schlag von dem Kabel hier vorne bekommen. Ah! Mit anderen Worten, das Opfer wurde von jemand anderem als meinem Mandanten in einem Stromschlag getötet. In einem. Mit einem. Boah, Grammatik. Ruhe im Gerichtssaal! Ach, das Wehklagen meines Gegners. Wie sehr ich mich danach gesehnt habe. Es stimmt. Die Verteidiger hat absolut recht. Es hätte nur angeklagt, unmöglich gewesen zu den Taten. Herr Richter, dürfte ich etwas sagen? Die Erläuterung der Frau Anwältin. Einige Ausführungen weichen ein wenig von meinen Erinnerungen ab. Was zum? Bitte, nur noch einmal. Darf ich bitte noch ein letztes Mal aussagen? Bitte, Herr Richter. Oh, coole Augen. Schwach. Aber natürlich! Keine Scheu! Geben Sie einfach Ihre neue Aussage zum Protokoll! Okay. Jetzt zeigt sie endlich ihr wahres Gesicht. Und ihr wahres Gesicht ist... Die Wahrheit ist, dass Fini ihn zweimal gestoßen hat. Zuerst gegen den Mast, und dabei riss das Kabel. Dann versuchte Dougie verzweifelt wegzulaufen... Aber Fini holte Doug ein und rempelte ihn von hinten an. Das abgerissene Kabel und Dougie ist tot. Alles passierte in weniger als einer Minute. Nach dem Stoß! Stand das Opfer also wieder auf und versuchte zu fliehen! Und in dem Moment stieß der Angeklagte das Opfer zum zweiten Mal. Es tut mir so leid, Fini. Aber ich muss einfach die Wahrheit sagen. Tue ich das Richtige? Ja, Herr Richter? Natürlich, meine Liebe! So schmerzvoll es auch sein mag, das tun Sie! Alter! Also gut, Frau Frey, Sie dürfen mit Ihrem Kreuzverhör beginnen! Yes, Sir! Kreuzverhör! Was ich sah, Teil 2. Alter, sie lügt schlecht. Sie ist süß, aber sie lügt schlecht. Nämlich, alles passierte in weniger als einer Minute. Zum einen das Tatortfoto Nummer 2.
als auch die Aussage der Studenten stimmen nicht so wirklich damit überein. Das reicht, Zeugin. Ich fürchte, ich verstehe nicht recht. Das werden Sie in Kürze. Würden Sie bitte einen Blick auf dieses Bild werfen? Diese Medikamente, das nahm Fini immer gegen seine Erkältung. Es geht nicht um das Medikament. Es geht um die Armbanduhr. Sie blieb genau in dem Moment stehen, in dem das Opfer den Stromschlag erlitten hat. Oder anders gesagt, um 15.05 Uhr. Nun, worauf wollen Sie jetzt eigentlich hinaus, Frau Fee? Ich will auf das Folgende hinaus. Wann genau gab es den Stromausfall im Labor wegen des Kabelbruchs? Nur der Aussage der Studenten zufolge liegt die Antwort eindeutig auf der Hand. Um 14.55 Uhr... Frau Dahlia Hawthorne, würden Sie dem Gericht bitte erklären, was genau sich innerhalb dieser 10 Minuten abgespielt hat? Die Verteidigung stellt die Behauptung auf, dass in jenem Zeitraum der wahre Mörder Herrn Dark Swallow umgebracht hat. Guten Gerichtssaal! Was? Das ist ausgemachter Blödsinn. Der wahre Mörder? Nicht einmal Sie können abstreiten, dass die Zeit zwischen Kabelbruch und Stromschlag vollkommen undokumentiert ist. Und wer war es dann? Wer soll es Ihrer Ansicht nach gewesen sein? Cash wieder das Pony weg. Es gibt nur eine Person, die für den Mord an Herrn Swallow in Frage käme. Nur nachdem mein Mandant die Szene verlassen hat, konnte der wahre Mörder die Tat begehen. Frau Fee! Ist die Verteidigung in der Lage, diesen wahren Mörder zu benennen? Endlich! Auf diesen Moment habe ich gewartet. Ja, euer Ehren, das sind wir. Sehr gut! Und denken Sie daran! Sollten Sie die falsche Person beschuldigen, droht Ihnen eine Strafe! Überlegen Sie genau, bevor Sie sprechen, Frau Fee! Also gut, Frau Fee! Raus damit! Wer ist der wahre Mörder? Ja, wer wäre es wohl, wenn es Phoenix nicht gewesen sein kann und wir sonst keine anderen Profile haben? Dann war es die gute Dahlia. Nur sie können es gewesen sein. Dahlia Hawthorne. Wie können Sie? Offensichtlich klammert die Verteidigung an ihren letzten Strohhalm. Zwischen dem Kabelbruch und dem Stromschlag liegen 10 Minuten. Was bitte haben Sie so lange getan, Frau Hawthorne? Haben Sie wirklich Musik gehört und dabei die beiden angefeuert, weiterzukämpfen? Ich kann kaum glauben, dass Sie nichts taten, um Ihre Liebsten zu stoppen. Das macht Sinn! Ruhe! Frau Fee! Was? Ich meine, wieso? Das soll heißen! Frau Hawthorne, ich glaube Ihnen, dass Sie die beiden Männer haben kämpfen sehen. Aber nachdem Herr Wright das Opfer gestoßen und den Tatort verlassen hat, haben Sie, Herrn Swallow, eigenhändig in seinen Tod gestoßen. Wie können Sie so etwas sagen, Madame Fay? Ich habe nichts getan. Frau Fay! Das ist eine ernsthafte Entschuldigung! Sie... Euer Ehren! Bitte, ich möchte etwas sagen! Hütti! Sie! Was denn? Bitte! Bitte streichen Sie alles, was die Verteidigung gesagt hat, aus dem Protokoll! Was? Was zum... Sind Sie wahnsinnig? Sie liegen völlig falsch, Frau Fay! Dolly, Sie... Sie ist zu so etwas nicht fähig! Moment! Zurück auf Ihren Platz! Grüß Sie da! Ergreifen Sie den Mann! Lassen Sie Dolly in Ruhe! Dieser Junge. Er hat sich ganz schön reingeritten. Oh, Herr Großberg,
Sie sind zurück. Scheint, als wäre ich gerade noch rechtzeitig aufgetaucht. Ich habe den Polizeibericht zu dem Vorfall zwischen deinen Zeitungen gefunden. Ha, endlich! Danke. Vielen Dank. Genau auf so etwas habe ich insgeheim gehofft. Sollst dir lieber ganz genau durchlesen. Dort, wird genau beschrieben, wie du deinen Freund verloren hast. Oha, ihr Freund? Und gut, die Verteidigung hat eine ernsthafte Anschuldigung vorgebracht. Herr Pain, was habt ihr dazu zu sagen? Also, wirklich, euer Ehren, ich... Dürfte ich vielleicht kurz unterbrechen, Herr Staatsanwalt? Ach, keine Sorge, meine Liebe, ich habe alles im Griff. So siehst du auch aus. Oh, das heißt, ich... bitte, sprechen Sie. Madame Fay, beschuldigen Sie mich ernsthaft des Mordes an meinen süßen Dagi? Ja, das tue ich. Und ich beschuldige Sie sogar nicht nur des Mordes an Doug Swallow, sondern auch noch des Versuchs, die ganze Sache Phoenix Wright anzuhängen. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie mich das machen lassen sollen. Oh, Entschuldigung. Bitte, sprechen Sie. Idiot. Wie können Sie so etwas nur behaupten? Das würde ich meinen Fini niemals antun. Die Annahme, ich würde ihm die Sache anhängen wollen, ist absurd. Das ist alles einfach zu viel für jemand so Zartes wie mich. Ah, ich glaube, das Mädchen möchte gern wissen, was ihr Motiv gewesen sein soll. Die Antwort darauf steht irgendwo in dem Polizeibericht. Hoffentlich. Vor 8 Monaten ereignete sich in den Kantinen dieses Gebäudes ein Vorfall. Und dann... An dem Tag lernte sich die beiden zufällig kennen. Euer Ehren, die Verteidigung möchte Frau Dahlia Hawthorne zu einer weiteren Sache befragen. Weitere Sache? Worüber? Über die Ereignisse am Tag ihrer ersten Begegnung mit Herrn Phoenix Wright. Was soll das bitte zu diesem Fall zu tun haben? Fresse! Die Zeugin hat gesagt, sie hätte keinen Grund, den Angeklagten zu beschuldigen, richtig? Nun, ich habe Beweise dafür, dass sie in der Tat einen sehr guten Grund hatte. Also gut, das Gericht gibt der Anfrage der Verteidigung statt! Junge Dame, hätten Sie etwas dagegen, noch etwas länger bei uns zu bleiben? Aber nein, Herr Richter. Machen Sie sich auf den Kampf Ihres Lebens gefasst, Dahlia Hawthorne. Ich habe vergessen, wie das mit der Zeit steht. Nun ja, kurze Pause, dann geht's weiter. Sehr geil.